Nintendo präsentiert The Legend of Zelda Breath of the Wild. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Und damit startet am 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch ein großer, riesengroßer und guter Spieltitel, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dies wird von mir nun Let's Played mit der Capture Card, mit einem guten Mikrofon. Und ihr könnt mich begleiten auf dieser Reise, nämlich wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert. Nun geht es wieder weiter mit den Videos. Also seid gespannt. Wir untersuchen erstmal. Weil Link ist irgendwie ein Forscher. In Boxershorts. Ja. Der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Mein Gott, die Wii U! Shika-Stein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie seltsam vertraut zu sein. Ja, sie ist antik. Wie you. Aber Link weiß leider nicht, wie es funktioniert. Er hat leider verschlafen. Aber Link, ich sag dir, du hast nichts verpasst. Wir suchen jetzt erstmal nach dem Ausgang aus dieser Höhle. Nach diesem langen Winterschlaf muss ja Link auch mal in die frische Luft. Und ich werde nun weiter reden über das Spiel, weitere Daten geben. Und nämlich, wenn man jetzt hier die Tasche öffnet, sieht man hier Rüstungen, dann einmal das Schild, dann die Bögen, Schwert, Essen, das Gekochte. Und wichtig ist, man kann mit dem R-Control-Stick. Dann hin und her switchen und man kann auch ins Tagebuch switchen. Da werden dann die Missionen gekennzeichnet und rechts sind einfach noch die Steuerung. Dann sieht man noch Daten dazu, dann steht auch die Temperatur da. Und wenn man sprintet, hat man sowas und ja, keine Ahnung, was ist das? Ein Kreis, der einfach abläuft. Also man kann nicht unendlich sprinten, man kann nicht unendlich schwimmen, man kann auch nicht unendlich klettern. Beim Klettern fällt man runter, beim Laufen hört man auf zu sprinten, bis sich vorher volllädt. Und beim Schwimmen geht man dann unter und verreckt. Halt!
halte den Schikastein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Schikastein erkannt. Verriegelung aufgehoben. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ja, Link, es ist Zeit, mal wieder das Morgenlicht zu sehen. Wo war der eigentlich? Auf jeden Fall gibt's gleich weitere Daten. Nun muss aber Link wirklich mal aus dieser Höhle raus. Ist ja noch schlimmer als ich. Wenn ich aufgestanden bin, liegen auch noch mal eine Stunde hinter. Die Musik. Geiler als New Super Mario Bros. 2. Allein dieser Soundtrack. Nur dieser Soundtrack. Ja, da ist New Super Mario Bros. 2, das komplette Spiel. Und damit startet The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Der Weihnachtsmann? Und damit können wir uns frei bewegen. Und das ist super. Ja, ich werde nun weitere Daten entweder über Entwicklung oder über Spiel selber sagen. Wir finden direkt hier Routen und das sind auch Waffen. Ja, es gibt viele verrückte Waffen und hier sind auch direkt Pilze, die man essen oder kochen kann. Oder kann man Pilze kochen? Keine Ahnung. Doch, oder? Ich bin jetzt kein Profikoch, aber ich glaube, man kann Pilze kochen. Und ja, man kann auch mit diesen mit der rechten Pfeiltaste dann hier zwischen den Waffen hin und her switchen. Dann werden wir natürlich auch später mehr haben. Dann rechts unten bei den Waffen steht dann noch der Angriffsschaden. Dann noch gibt es jetzt in diesem Spiel neu, dass Waffen auch kaputt gehen können. Das ist genauso bei Schilden, aber auch bei Bögen, die man auch bekommen kann. Und ja, das nur mal dazu. Und ja, es ist auch gut zu wissen, dass dieses Spiel schon seit 2014 in Entwicklung war. Und oh mein Gott! Wo ist das hin? Hä? What the hell? That was ridiculous. Hä, wo ist das Teil hin? Egal. Dann gibt's heute leider kein Steak. Kein Steak, kein Braten, oder? Kein Fleisch für den Link. Schade, war aber auch ein bisschen schwer zu bekommen. Also wer das schon ohne Vorwarnung direkt am Anfang kriegt. Ja, der ist schon krass. Und wir können einen Stein rollen lassen. Ja, hoffentlich hat er keine Höhle verdeckt. Sonst wären wir ganz schön auf dem Steinweg. Boah, Link, Alter, was hast du für Augen, Junge? Hast du beim Optiker 20 Mal? Oh mein Gott, Stein! Mr. Stein! Oh! Zum Glück sind wir nicht darunter gerollt. Link. Ja? Link. Ja. Link! Ja! Begib dich zu dem Ort, den der Schikastein dir weist. Hoffentlich zeigt er mir ein Megas. Sonst wäre ich aber sauer. Die Pferdestimme, Hauptziel, neuer Zielpunkt. Ja, diesen neuen Zielpunkt kann man jetzt unten rechts bei der Minimap erkennen. Da sieht man auch die Temperatur und auch die Schallwellen. Das heißt, wie laut man ist. Man kann sich jetzt auch an Gegner anschleichen und alles, wie halt bei Assassin's Creed. Und ja, dann sieht man jetzt auch unten, wie laut man ist, ne? Und man kann auch einfach jetzt mit dem Schikastein einfach zoomen und man kann aber auch mit Y die Karte öffnen, wo man dann hier die Schreine angezeigt werden, die Dungeons ersetzen und man kann auch rauszoomen, dann sieht man die ganze Karte, die ist schon ganz schön groß, muss man sagen. Deswegen ist auch
die Grafik jetzt noch so wie bei The Wind Waker. Und ja, das wagen manche zu bemängeln. Ja, okay, nicht 1 zu 1 wie bei Wind Waker. Da hatte man ja früher ein bisschen technisch zurückgeschrittene Technik. Wir spielen das Ganze auf der Nintendo Switch. Da ist man schon ein bisschen fortgeschritten. Und ja, das hier, deswegen sieht es eigentlich trotzdem immer noch nice aus und hat eigentlich auch immer so seinen eigenen Stil. Anders als bei Super Mario Odyssey auf jeden Fall. Aber trotzdem ist das ein kleiner Kritikpunkt, die für viele keinen Kauf empfehlen hat. Aber ich empfehle es trotzdem Kauf, weil es ist ein super Spiel und das werdet ihr mit meinem Let's Play kennenlernen. Immer mehr Schritt für Schritt, weil wir spielen es zu 100%. Also abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Wir finden hier einen Rostapfel. Röstäpfel. Ah. Das ist mein Röstapfel. Bist du Montana Black oder der Weihnachtsmann? Ne, kein zu weinen. Gibt es genug Äpfel für uns beide? Geröstet schmeckt sie köstlich. Das erinnert mich aber schon. Hier trifft man nicht oft auf Reisende. Wer bist du? Ach so, wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Keine Ahnung, wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die Jugend von heute ist ganz schön bekrackt. Das ist nicht ganz unrecht. Aber vielleicht das ist Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde es dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Ja, okay, Link, wenn du Navi hättest, wirst du es was. Aber wir haben ja einen Schickerschein, die Wii U. Die mehr kann als die Switch und die Wii U zusammen. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Was ist das? Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist ja alles verfallen. Genauso wie meine Knochen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Ja, das tut mir echt leid für dich. Aber was finden wir denn hier? Ein Gehstock? Nee, seine Fackel. Ja, Bro, das tut mir echt leid. Und wir können auch Waffen werfen. Und die kann man auch dann danach auch sich zurückholen. Was denkst du denn mit dieser Fackel anzustellen? Anzünden? Bei dir muss man ja echt Angst haben. Kam damit bloß nicht in der Nähe von trockenem Gras. Gras, ja, Gras. Aber naja, hier treiben sich eine ganze Menge Monster rum. Vielleicht kannst du sie dir damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst ganz genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziele fassen. Jo, unter den links oben gesehenen Herzen sieht man auch, jo. Alter, wir klauen ja sein alles von dem. Eine Holzfäller-Axt. Nämlich sieht man auch links oben unter den Herzen die Hotkeys. Nämlich sind das ein Schwert. Und ich werde jetzt erstmal schon mal hier raufgehen. Weil hier sind schon mal die ersten Gegner. Und wir werden auch direkt mit einer Route die abwerfen. Ist ja super geklappt. Komm, gehen wir aufs ganze Holz verlagst. Jetzt auf die Fresse oder was? Oh. Boah, wo ist gerade Schlange, Mann? Ja, du schreist oder was? Du schreist? Okay, er hat seine Waffe wieder. Er hat seine Waffe wieder. Das ist aber eine Fackel. Laufen wir, laufen, laufen. Oh, der hat sie angezündet. Oh mein Gott, der ist auf mich gesprungen. Oh, Bro! Du brennst, du brennst! Nein, brenn ich nicht, ich brenn nicht. Kletter auf den Baum, kletter auf den Baum, kletter auf den Baum, kletter auf den Baum. Oh, shit. Okay, das ging mal mächtig in die Hose. Wir haben aber gute Hyrule-Pilze, die uns schnell heilen können. Gebraten bringen die mehr Herzen, aber wir brauchen sie einfach jetzt. Hier, wir laufen noch ein bisschen. Bam, jetzt gibt's aus. Okay. Wie stellt man immer ein? Okay, komm. Du weißt mich nicht noch mal, du Bastard.
Okay, dann haben wir richtig viel jetzt bekommen. Ein Bockblindhorn, eine Bocklanze und auch vieles andere. War jetzt eigentlich ein bisschen blöd schon die Axt zu erinnern, aber sonst wären wir draufgegangen. Und das will ich nicht direkt am Anfang. In meinem Original-Display, wo ich sie abgefilmt habe, wo ich die ersten 7 Parts gespielt habe, da bin ich ja sogar gestorben, oder? Ist der gestorben? Weiß ich nicht. Vielleicht blende ich euch ja jetzt einen Clip ein. Auf jeden Fall kann die Waffentasche auch voll sein, wie jetzt in diesem Moment, aber wir haben eigentlich auch nur das Wichtigste gerade mit. Und Routen sind nicht das Beste, das werden wir später noch herausfinden. Es gibt auch ein unzerstörbares Schwert, nämlich das Master Sword, glaube ich, heißt es. Und wir werden nun zu der Kirche gehen. Kirche. Alles klar. Da gibt es so viele Bedeutungen. Keine Ahnung, was die richtige ist. Ihr könnt es nehmen, wie ihr wollt. Ist ja bei jedem selbst überlassen. Hauptsache, man versteht's. Und ja, das ist von den Lehrern sehr selten zu erwarten, dass die mal was von den Schülern verstehen. Deswegen sage ich euch immer, schreibt einfach wie die Lehrer. Okay, Schrift 1:1 nachzumachen ist schon ein bisschen. Oh, man könnte sich auch noch bockeln. Willst du auch auf die Fresse oder was? Ja, komm, können wir den boxen oder so? Also können wir wirklich jetzt boxen oder so? Also versuch's mal. Kann ja jetzt hier. Ne, schade, man kann ihn nicht boxen. Okay, ja, Bockblindhauer. Das Bockblindhorn. Okay, das muss ich jetzt aber schon. Und der Bockblindhauer. Damit kann man Medizin herstellen und. Ja. Empfehle ich eigentlich jedem, das dann auch zu tun, weil Medizin ist eigentlich ganz gut in diesem Spiel. Und wir finden auch direkt ein paar Holzpfeile. Da muss ja auch ein Bogen nicht weit und breit sein. Nicht weit entfernt sein. Also früher gab es immer Rubine daraus, aber ja, da die Tradition wurde zerbrochen anscheinend. Und wir finden einen Reisebogen, unseren ersten Bogen. Und wenn jetzt die Leute sagen, oh mein Gott, ich habe... Also, ja, okay, jetzt nicht, aber wenn man halt auf einmal so ist... Leute, schießt einfach dann so... Weil ihr könnt einfach dann euren Pfeil einfach wieder direkt aufsammeln. Das ist sehr praktisch. Da haben die Entwickler gut dran gedacht. Im nächsten Part geht es dann weiter hiermit. Seid nicht ganz überrascht, wenn ich vielleicht ein bisschen anderes Zeug habe. Weil, ja, ich habe das gerade nach dem zweiten Part aufgenommen, weil der erste Part scheiß Mikroqualität hatte. Bis dahin, hau rein und ciao.